Mit einer Fichtel- und Sachs-Fünfgang-Nabenschaltung kommen Sie schnell in Fahrt. Viele komfortable Ausstattungsmerkmale komplettieren dieses Fahrrad der Spitzenklasse im Wert von 3.300 D-Mark. Schönes Fahrrad, Kurt. Danke, dass Sie so toll mitgespielt haben. Maria, vielleicht noch einen hilfesuchenden Blick, einen letzten, Maria, nach oben. Und Sie entscheiden sich jetzt bitte zwischen dem Geschenk und dem Tresor. Bleibt kein Geschenk. Ich weiß nicht, Sie hatten das am Anfang, ging so ein bisschen Applaus unter. Da hatte ich gesagt, also als das Spiel begonnen hat, hatte ich unseren Zuschauern zu Hause gesagt, ich verbürge mich dafür, dass niemand das Geschenk nimmt. Also Sie würden mein ganzes Spiel jetzt kaputt machen. Aber wenn, machen Sie es ruhig. Würde mich dann halt nur irgendwie rächen. Ne? Aber wenn Sie wollen, nehmen Sie ruhig das Geschenk. Ein Tresor. Bitte? Tresor. Das ist lieb. Also wir nehmen den Tresor und vielleicht, wenn der junge Mann in dem weinroten Hemd mal aufsteht und jetzt bitte nur auf das Geschenk achtet, ja, weil das ist ja jetzt frei geworden. Und Sie entscheiden sich jetzt, Maria, zwischen dem Tresor und der Spielekiste. Und ich meine, wenn Sie die Spielekiste mal so anschauen und so, das würde schon schön zusammenpassen, ne? Ja. Tresor. Okay, wir nehmen den Tresor, kaufe ich ab, heute Standardpreis, sagen wir mal 1000 Mark. No. 1500. Tresor. 2000. Tresor. Sie kommen von der Fernsehwoche, sagen wir 2000 Mark und ein Jahresabo Fernsehwoche. Tresor. 3000 Mark. Also bei 3000 wird eigentlich jeder schwach. 3000 Mark. Tresor. Okay. 4000? Gut, Angebot gilt. 4000 Mark. 4000 Mark. Maria. 4000 Mark oder den Tresor. Ich höre überall Geld. Geld, Geld, Geld. Tresor. Wir nehmen nicht die 4000 Mark. Wir nehmen den Tresor. Bitte auf. Ah! Maria, 4000 Mark in den Wind. Aber dafür unser Lieblingstier. Danke fürs Mitspielen. Darf ich hier bitte mal durch? Dankeschön. Einmal hier durch. Entschuldigung. Dankeschön. Das ist der Kalle. Kalle, Ihre Entscheidung jetzt. Entweder das Geschenk oder die Spielekiste, ganz einfach. Geschenk, Geschenk. Jetzt muss ich Ihnen das nochmal erklären. Ich hatte ja eingangs, als das Spiel begonnen hat, unseren Zuschauern zu Hause gesagt, ich verbürge mich dafür, dass niemand das Geschenk nimmt und sie würden mir mein ganzes Spiel kaputt machen. Maria war auch so nett, hat das Geschenk denn doch wieder? Geschenk. Geschenk. Ihnen ist klar, dass Sie mir mein Spiel kaputt machen? Egal. Geschenk. Ist in Ordnung. Wir sprechen uns noch. Passen Sie schön auf Ihr Geschenk auf. Die Rache folgt gleich. Schön auf das Geschenk aufpassen. Dann haben wir jetzt den Tresor frei. Wir haben den Tresor für die Walli frei. Walli, bitte nur kurz hier stehen bleiben und auf, nicht Tresor war ein Fehler von mir, auf die Spielekiste achten, die jetzt die Ihre ist, ja? Ja. Nur schön dahin gucken. Walli? Hat sie schon mal gesehen, ne? Walli, nenn ich. Walli. Ja, schön auf die Spielekiste aufpassen. Und jetzt kommt unser beider Finale. Kalle, entweder das Geschenk oder aber die Pyramide. Ich bleib am Geschenk. Ich bleib am Geschenk. Ist in Ordnung. Jetzt kommt, ich hatte es ja angekündigt, ne? Ich brauche ja auch nicht jetzt irgendwie Rücksicht zu nehmen, ne? Weil Sie haben wissentlich mein Spiel kaputt machen wollen und jetzt mache ich Ihr Spiel kaputt. Ich gebe Ihnen für das Geschenk 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30. Ja oder nein? Geschenk. 4000, Einheitspreis von heute. Bleib beim Geschenk. Ist in Ordnung. Kannst du mal, Claudia, versuchen, das nur so ein ganz kleines bisschen anzulüpfen? Ja, ein bisschen runter. Nicht so. Oh, hat er schon ein bisschen was gesehen, ne? War schon genug, ne? Wollen wir nehmen? Nehmen wir. Endgültig? Endgültig. Oder 5000 Mark? Geschenk. Er hat jetzt, glaube ich, so einen kleinen rosafarbenen Cadillac gesehen, ne? Könnte eine Reise sein oder so Leasing übers Wochenende. 6.000. Geschenk.
Jetzt machen wir Folgendes. Ich steige bei 6.000... 6.000 ist okay. Sie müssen nicht. Also nicht, dass Sie jetzt hinterher sagen, mein Gott, was hätte ich alles haben können, ne? 6.000. 6.000. Bleibe ich Ihnen schuldig, ja? Kriegen Sie nach der Sendung. 6.000 Mark und 6.000 gilt? War geschenkt. Weg mit den 6.000. Wir nehmen verdientermaßen. Und ich wollte mich auch wirklich nicht rächen. Ich wollte Ihnen was Gutes tun. Das Geschenk, bitte auf. Kalle Round the World Fernreisen bringt Sie zu zweit für 14 Tage in den Süden der USA. Mit Delta Airlines fliegen Sie nonstop von Frankfurt nach Atlanta. Mit einer gemieteten Luxuslimousine fahren Sie zuerst in Ihr 4-Sterne-Hotel West in Peachtree Plaza. Nachmittags besuchen Sie alle Orte, wo vom Winde verweht entstand. Weiter geht's mit einer einwöchigen Tour durch den historischen Süden. Die letzten 5 Tage Ihres USA-Trips verbringen Sie am Golf von Mexiko. Sie übernachten in den besten Hotels und genießen einen VIP-Service. Der Wert 11.180 D-Mark. Kalle, bisschen fertig jetzt, aber wohlverdient. Ich wünsche Ihnen einen tollen Urlaub. Danke. So. Sind Sie Walli? Sind Sie so lieb, kommen zu mir. Hier haben wir einfach die bessere Übersicht. Walli, die Spielekiste oder die Pyramide? Spielkiste. Die Spielekiste. Dann würde ich jetzt bitten, dass vielleicht... Ach, ich weiß es ja, wen soll ich denn... Will denn keiner? Den Herrn hätte ich gerne. Den Uwe. Uwe, kommen Sie bitte zu uns, Uwe. Sie haben die Spielekiste genommen. Ja, Entschuldigung, Sie haben die Spielekiste genommen. Dann haben Sie jetzt einen Augenblick lang die Pyramide und Sie entscheiden sich jetzt bitte endgültig zwischen der Spielekiste, danke Martina, und diesem Umschlag. Umschlag. Nee. Umschlag. Nee. Umschlag. Okay, wir nehmen den Umschlag. 1.000 Mark für den Umschlag. 2.000. Ich gehe nicht bis... Also 3.000. 3.000, höchstes Gebot. 3.3. Umschlag. 3.4. Umschlag. 3.5. Umschlag. 3.6. Umschlag. 3.7. Umschlag. 3.8. Umschlag. Umschlag. Keine 3.8. Wir nehmen den Umschlag. Oh, Entschuldigung, Walli. Nicht traurig. Danke, dass Sie so sympathisch mitgespielt haben. Danke, Walli. Die einzigartigen Apfelzimtloops von Kellogg's. Ein Volltreffer im Geschmack. Jetzt ein Palmolive mit natürlichen, hautpflegenden Lipiden. Sie erhalten die Feuchtigkeit Ihrer Haut. Palmolive Ultra Plus. So klein, so stark und so ergiebig. Vor allem aber pflegt es Ihre Hände zart und geschmeidig. Palmolive Ultra Plus. Es pflegt die Hände schon beim Spülen. Beim Kaffee hat ja jeder seinen ganz eigenen Geschmack. Aber dass Ihr Kaffee auch zum vollen Genuss wird, dafür sorgt eine perfekte Zubereitung. Deshalb das Original von Melitta. Mit mikrofeinen Aromaporen, die das Beste aus Ihrem Lieblingskaffee holen. Das nenne ich Melitta gefilterten Kaffee. Melitta macht Kaffee zum Genuss. Haarpflege, die es so noch nie gab. Schwarzkopf Number One Shampoo-Konzentrat. Dreifach konzentriert, dreifach ergiebig. Haargenau dosierbar. Pure, reine Pflege. Mit ausgewählten Pflanzenextrakten. Seidiger Glanz. Geschmeidigkeit. Fantastische Fülle. Vermutlich das Beste, was Sie für schönes Haar tun können. Schwarzkopf Number One Shampoo-Konzentrat. Afrika? Nö, China, das
ist es. In China ist jetzt Zeit für mein Nesquik-Knusperfrühstück. Die einzige Frühstücksidee mit dem tollen Nesquik-Geschmack von Nestle. Schmeckt vom ersten Knuspern bis zum letzten Schluck. Quickie, gibt's in Australien jetzt auch Frühstück? Ui, noch mehr Knusperfrühstück. Bestimmt kennen auch Sie dieses Ohnmachtsgefühl, da werden Regeln aufgestellt, Bestimmungen erlassen und die Verantwortlichen verbergen sich dann hinter Schaltern, Schreibtischen und Aktenbergen. Akte 95 ist das Magazin auf Ihrer Seite. Meine Reporter decken auf und bleiben dran. Akte 95, packend, fundiert und nützlich. Akte 95, an jedem Mittwochabend. Wenn ich es nicht verdrängt hätte, ich weiß nicht, wie ich hätte weiterleben können. Machtmenschen. Erich Böhme trifft Ignaz Bubis zu einem Interview-Special. Oh, Sie verkörpern die ganze zerrissene FDP in sich. Der Porträt-Talk Machtmenschen. Heute, 22.15 Uhr in Sat.1. Alexander, geh ran. Der Mann geht immer ran. Name Alexander Stein. Arzt. Beruf Privatdetektiv. Er liebt sein Handwerk. Und die Frauen. Alexander. Ja? Wie viele Männer hast du schon angemacht? Noch gar keinen. Ass ist hart, schnell, unkonventionell. Das Ass unter den Privatdetektiven. Klaus Behrendt ist Ass. Am Dienstag und dann immer sonntags, 20.15 Uhr in Sat.1. Noch einen Wunsch? Uwe, was haben wir denn noch? Die Spielekiste und die Pyramide. Spielekiste, Pyramide. Oh, da kann ich bitte noch einen Umschlag haben. Ach, guck mal, das Eichhörnchen ist da. Danke, Martina. Den Umschlag, die Spielekiste oder die Pyramide? Pyramide. Oder wollen wir es anders spielen, Uwe? Weil bei dreien ist ja ein bisschen schwieriger, dass wir erstmal aussondern, was wir nicht nehmen. Die Spielekiste. Nehmen wir nicht. Nicht. Die nehmen wir nicht. Dann machen wir die mal auf. Die ist aus dem Spiel. Spielekiste weg. Und dann... Ob Sie das Zeug zum Starfotografen haben, hätten Sie selbst erknipsen können. Mit dieser Hasselblad 500 cm. Das verchromte Meisterstück ist bei Profis sehr beliebt. Und die klassische Ausstattung eröffnet vielseitige Perspektiven. Inklusive eines ProFlash 4504 Blitzes sind Sie jetzt leider nicht am Drücker dieser Kamera im Wert von 6.492 D-Mark. Die gute Hasselblad, das tut weh, ne? Wenn man nur ein bisschen davon weiß, tut es furchtbar weh. Schmerz weg. Umschlag oder Pyramide? Pyramide. Darf ich einen Tipp geben? Ja. Nehmen Sie einen Umschlag. Umschlag. Wir nehmen den Umschlag. Pyramide, bitte auf. Die er nicht hat. Uwe, diese kompakte HiFi-Anlage von Mission hätte auch Sie in Ihren Bann gezogen. Cyrus 3 besteht aus Verstärker, Tuner, DAT-Recorder und CD-Player im edlen Design. Die hochwertige Anlage hat eine praktische Fernsteuerung und entfaltet über die beiden Mission-Boxen einen phänomenalen Raumklang. Leider haben Sie jetzt ein Prachtstück übersehen, von dem Sie noch viel gehört hätten. Der Wert 6.888 D-Mark. Uwe, unser Spiel ist noch lange nicht zu Ende. Umschlag oder Tor 1? Umschlag. Tor 1, bitte auf. Was er nicht hat. Und den Umschlag bitte auf. Einfach aufmachen, nachschauen, was drin ist. Den großen schmeißen wir weg. Den Umschlag oder das Postpaket. Umschlag. Postpaket bitte auf. Ja. Umschlag bitte auf. Haben wir noch einen Umschlag? Umschlag oder Tor 2? Umschlag. Tor 2. Umschlag. Spiel kann ja nicht endlos so weitergehen, Uwe. Wechseln Sie mal vom Umschlag weg auf Tor 2. Umschlag, ich bleib beim Umschlag. Er bleibt beim Umschlag. Tor 2, bitte auf. So, wir sind bald am Ende, Uwe. Den klitzekleinen Umschlag oder das riesengroße Tor 3 zur Freiheit.
Tipp haben? Ja. So drei nehmen. Umschlag. Uwe, Umschlag. Bitte nehmen Sie Tor 3. Gut, nimm Tor 3. Ich glaube Ihnen. Nee, dann, also nee, so nicht. Nee, weil wenn Sie jetzt so mit Vertrauen arbeiten, dann fühle ich mich unten. Nee, dann sagen Sie lieber, was Sie dann wollen. Umschlag. Ja gut, dann machen wir Tor 3, da fühle ich mich jetzt auch wohler. Tor 3 bitte auf, dass er nicht hat, obwohl ich hatte ihn... Tja, schade Uwe, diesen temperamentvollen Franzosen hätten Sie fast Ihr eigen nennen können. Der sympathische Typ heißt Peugeot 306XN und hat neben innerer Größe ein reizvolles Äußeres. Mit dem 1,1 Liter Motor mit 60 PS ist man immer flott unterwegs. Und die umfangreiche Ausstattung, wie zum Beispiel Colorverglasung, höhenverstellbare Sicherheitsgurte vorn, umklappbare Rückbank und vieles mehr, macht daraus längeren Fahrten ein bequemes Reisevergnügen. Ein erstklassiger Kompaktwagen im Wert von 21.750 D-Mark. Uwe! Das Ende des Wegs ist erreicht. 1.000 Mark. Umschlag. 2.000. Umschlag. Ali? Ja? Ich glaube, aus den Spielen vorher ist die Hasselblatt noch frei und die HiFi-Anlage, richtig? Ja, ist richtig. Dann gebe ich Ihnen für den Umschlag die HiFi-Anlage. Umschlag. Dann gebe ich Ihnen für den Umschlag die Hasselblatt. 6.500 Mark. Ja, gut. Hasselblatt. Einer, der sie zu schätzen weiß. Also, Alif, ne, hol Bleistift raus, streich's. Nee, ist ja, Sie haben die Hasselblatt, kann nichts mehr passieren. Nee, ach, so doll ist das hier, glaube ich, auch nicht. Sonst hätte ich ja die Hasselblatt nicht hergegeben, oder? Naja, gut. Meine, lieber mit der Hasselblatt zu Hause fotografieren, als mit einer Schnellbildkamera auf Bali. Uwe, beinahe hätten Sie mit Feria zu zweit 14 Tage Bali und Australien entdecken können. Ein Lufthansa-Linienflug hätte Sie direkt in die faszinierende Welt Balis entführt. In einem der besten Hotels, dem Sheraton Lagoon, wären Sie für 6 Tage herzlich willkommen gewesen. Sie hätten den nahen Strand von Nusa Dua genießen und einen Ausflug ins Landesinnere unternehmen können. 8 weitere Tage wären Sie in First-Class-Hotels in Darwin und Sydney zu Gast gewesen. Sie hätten den Kakadu-Nationalpark besucht, Stadtrundfahrten gemacht, Ausflüge in die Blue Mountains unternommen und eine Weinprobe im Hunter Valley mit anschließendem Mittagessen erlebt. Inklusive Frühstück verpassen Sie leider diese Traumreise auf einen fernen Kontinent im Wert von 14.244 D-Mark. Aber wir haben die Hasselblatt. Und daran, Uwe, viel Spaß. Danke fürs Mitspielen. Bis gleich. Morgen, Küsschen. Jeden Morgen ist es da. Dieses pilzige, abgestandene Gefühl im Mund. Dagegen hilft Udo im Mundwasser. Es macht aus Muffelatem frische Atem. Denn Odol Mundwasser wirkt bis tief in den Rachen und gibt Morgenfrische für den Tag. Odol Mundwasser. Sympathische Frische, soweit der Atem reicht. Odol Mundwasser. Auch als Mundspray. Manchmal entdeckt man Gemeinsamkeiten im Geschmack. Schokoprinz und Prinzen Butterkeks. Beide mit dem Prinzen. Schokoprinz und Prinzen Butterkeks. Zu dem Magu. Weißt du was? Wir treffen uns um 1. Da muss ich zur Bank. Kannst du vorher machen. Oh, da bin ich beim Friseur. Dann gehst du eben später zur Bank. Da hat die zu. Dann morgen früh. Kein Parkplatz. Dann morgen Nachmittag. Freitagnachmittag haben die immer zu. Entscheide dich. Aber lieb. Deine Bank oder ich? Entscheiden Sie sich für das BFG Card and Phone Konto. Bankgeschäfte per Telefon und Visa Card. Günstigstes Girokonto laut DM Magazin. Na, hast du dich entschieden? Ja, ich habe eine neue. BFG Bank AG. Hey, wow! Wie
das bloß? Was? Naja, wie toll du immer aussiehst. Ich mach Sport und esse eben nicht so viel. Ich auch. Sogar Schokolade verkneife ich mir. Ehrlich? Ich habe immer einen kleinen Vorrat im Kühlschrank. Aber es muss Joghurette sein. Die schmeckt leicht nach Joghurt und Erdbeeren mit zarter Schokolade. Du und Schokolade? Ich glaub dir kein Wort. Hey! Joghurette. Schmeckt himmlisch Joghurt leicht. In einer halben Stunde kommt mein Nachbar. Den finde ich richtig gut. Ist ein ganz toller Typ und der hat auch immer saubere Gläser, bloß ich nicht. Lieber gleich Kalkonit Ultra mit dem Kalkbelagblocker. Pack den Belag für reinen Glanz. So muss ein Glas aussehen, ne? Dann klappt's auch mit dem Nachbarn. Günter Strack ist der König der Detektive. Hunter ist ein knallharter Polizist. Und Ulrich Meyer präsentiert seine neue Sendung Akte 95. Bestimmt kennen auch Sie dieses Ohnmachtsgefühl. Da werden Regeln aufgestellt, Bestimmungen erlassen und die Verantwortlichen verbergen sich dann hinter Schaltern, Schreibtischen und Aktenbergen. Akte 95 ist das Magazin auf Ihrer Seite. Meine Reporter decken auf und bleiben dran. Akte 95. Packend, fundiert und nützlich. Akte 95 an jedem Mittwochabend. Hey, jetzt her! Wenn dieser Mann auftaucht, möchten Gangster lieber ganz woanders sein. Lass die Waffe fallen! Schneller, besser, Hunter. Ja? Hübner, Kriminalpolizei. Und das hier ist der Herr König. Günter Strack ist der König. Und Verbrecher möchten bei ihm lieber keine Audienz haben. 20.15 Uhr der König. 21.15 Uhr Hunter. Und eine Stunde später Akte 95. Der Mittwochabend in Sat.1. Im Sat.1 News Magazin um 19 Uhr Drama auf Seenotrettungskreuzer. Riesenwelle reißt vor Borkum um zwei Männer von Bord. Noch hat man sie nicht gefunden. Außerdem Blitzeis in Deutschland. Millionen Autofahrer kommen zu spät. Und wir fragen Deutschland 95 mehr arbeiten, weniger verdienen. Hintergrund neue massive Forderungen der Arbeitgeber. Im Sport heute Eintracht Frankfurt, alter Streit im neuen Jahr. Bis gleich. Ich würde die 6 jetzt nehmen. Wir machen Trut, ja? Kann ich es richtig lesen? Trut, die Dame ganz oben, ja. Die Probe aufs Exempel mit der Trut. Gut, herzlich willkommen. Gut, 9 Fensterchen habe ich für Sie angerichtet. Sie suchen sich eines aus. Zonk oder Preis ist das Spiel. Kleiner Preis, mittlerer Preis, großer Preis, kleiner Zonk, großer Zonk. Was nehmen wir? Mitte. Mitte? Mitte. Wer die 5? Ja. Na, nee. Eins. Eins ist schon nicht schlecht, aber wir haben noch Besseres. Wir haben Besseres da. Mal ein Versuch noch. 9. Hauptsache kein Zonk, ne? Genau das. Gut, dann machen wir die 9 auf. Dann machen wir die 9 auf. Ja, guck mal. Trut, jeder Pinselstrich ihres neuen 16-teiligen chinesischen Porzellanservice von Gunter Lambert ist von Hand geführt worden. Das macht es besonders wertvoll. China White Blue bietet einen guten Anlass für ein Essen unter Freunden. Der Wert 538 D-Mark. Wenn Sie wollen, können Sie noch weitermachen. Das Spiel funktioniert halt nur so. Also wenn Sie jetzt ein zweites Fenster aufmachen, müssen Sie auch ein drittes aufmachen. Und wenn das zweite oder das dritte, sagen wir mal, der Zonk ist, dann sind die Preise, die Sie davor hatten, auch weg. Sie können auch sagen, ich nehme das Geschirr, bin ich auf Nummer sicher und eventuell kann ich es ja auch im Big Deal setzen. Oder noch weiter. Welches nehmen wir? 2. Die 2. Abräumen. Stichwort abräumen. Gut, dann machen wir die 2 auf. Ja? 2? Gut, 2 auf. 2. Ja, guck mal, läppert sich langsam. Trut, mit diesem prachtvollen Glaswarenset von Gunter Lampert können Sie sich auf Dauer glücklich schätzen. Denn die besonders dekorative, fünfteilige Ausstattung aus 3 Flakons und 2 Karaffen bietet zeitlose Eleganz im Wert von 654 D-Mark. Noch eins oder weiter? Okay, noch eins. Die 7. Die 7. Die 7, bitte auf. Das dritte Fenster ist die 7. Ja, guck, für die Hoffart. Jetzt wird aber abgeräumt. Dieses besonders wertvolle Biva-Perlen-Collier Scarlett von Trimetall wird so schnell nicht vom Winde verweht. Im Gegenteil, das hochwertige Collier aus 7 strengen Biva-Perlen ist von zeitloser Eleganz. Die Sägearbeit auf der Vorderseite hat die Form einer Zirkelrose und ist mit Perlen und Diamanten verziert.
Das Schloss ist aus vergoldetem Sterlingsilber gearbeitet und mit Perlen und einem Diamanten dekoriert. Jetzt gehen Sie mit einem edlen Schmuckstück nach Hause im Wert von 4.900 D-Mark. Sind wir bei fast 6.000 Mark gelandet? Gut, danke Ihnen fürs Mitspielen. Vielleicht im Big Deal, ansonsten viel Spaß an Ihren Preisen. Den Friedel möchte ich bitte. Friedel. Friedel, das Spiel, wie gehabt, bis dass die Zeit abgelaufen ist. Ich nehme die 3. Naja, nicht gleich am Anfang. Die 3. Ja, wenn Sie nochmal die 3 sagen, kriegen Sie es auch. Die 3. Die 3, bitte auf. Die 3 für Friedel. Hoi. Friedel, jetzt können wir ein besonders komfortables Notebook nach Hause tragen, den Canon Compri DN200. Der integrierte Tintenstrahldrucker zeigt sich nur von seiner schönsten Seite. 200 MB Festplatte und 4 MB Arbeitsspeicher geben Ihnen reichlich Spielraum. Inklusive Farbdisplay, Maus und der vorinstallierten Software MS-DOS 6,2 und Windows 3,1 ist dieses Notebook Ihr pfiffiger Büroersatz. Der Wert 7.199 D-Mark. Nerv für noch ein Fenster oder aufhören? Nehme ich, aufhören. 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 Friedel, viel Spaß an dem tollen Computer. Und jetzt machen wir ganz schnell noch Simona. Ganz schnell. Für ein Fenster haben wir noch Zeit. Nee. Die 1. Nee. Die 4. Ist der Zonk. Die 8. Ist auch der Zonk. Die 6. Na, warte nur. Die 6. Ganz sicher? Also 1, 4, 5, 6, 8 haben wir noch. 1, 4, 5, 6, 8. 1, 4, 5, 6, 8. 1, 4, 6? Ja. Endgültig? Die 8. Die 8. Was? 6 oder 8? Simona, 6 oder 8? Die 6. Die 6. Wir machen die 6 auf. Mach auf, Claudia. Die 6. Simona, Sie müssen nicht unbedingt einen Schreck kriegen, weil 3 muss nicht zwangsläufig, bleiben Sie hier, zwangsläufig heißen, dass da was Dickes drin ist. Das könnte auch der Zonk sein. Ich kaufe Ihnen das Tor 3, sagen wir, für 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900. Da, ach Mensch, machen wir es so. Greifen Sie einmal rein, wenn Sie wollen. Einmal reingreifen. Mit einer Hand. Mit einer Hand. So, das, was Sie haben, lassen Sie liegen. Lassen Sie liegen, ist meiner. So, danke. Das, was Sie haben, halten Sie es fest. Das, was Sie haben, oder Tor 3? Tor 3. Was Sie sagen, gilt. Tor 3. Tor 3. Bitte auf. Das war eine super Wahl, Simona. Mit diesem Suzuki Bilderbuchshopper LS 650 Savage glänzen Sie auf allen Highways. Der mächtige Einzylindermotor hat satte 31 PS und sorgt mit seinem Fünfganggetriebe für bullige Durchzugskraft und starken Sound. Stilechte Speichenräder, der formschöne Tropfentank sowie die flach angestellte Gabel sorgen für ein Outfit der Superlative und garantieren grenzenlosen Fahrspaß im Wert von 8.690 D-Mark. Simona, viel Spaß am Motorrad. Danke fürs Mitspielen. Bis gleich im Big Deal. Aktivier kommt von aktivieren. Repair kommt von regenerieren. Und das Ganze kommt von Fenty. Das neue Repair Activé, sein patentierter Wirkstoff Revitage A, reduziert Falten und sorgt für den Feuchtigkeitsgehalt einer 10 Jahre jüngeren Haut. Der Rest kommt von alleine mit Repair Activé. In einen ganz normalen Tag ging Kinderlachen hell hinein. Ein liebes Wort, ein kleiner Blick, ein ganzer Tag voll Sonnenschein. Dein Wert, es ist genauso seins, so glitzernd golden und so reich, so sanig und unheimlich gut, ihr seid einander gleich. Wert es, und du spürst genau, was man im Leben nie vergisst, wenn jemand, der dich liebt, dir sagt, dass du was ganz Besonderes bist. Tinker ist so süß. Deshalb spiele ich immer mit ihr Fotograf und Model. Aber sie ist viel zu schnell. Mami sagt, weil doch so viele Vitamine und Mineralstoffe in KitKat sind. Und dann habe ich mir den KitKat-Fototrick ausgedacht. Super!
super, nicht? Ist die Katze gesund? Freut sich der Mensch. KitKat. Husten. Natürlich gibt es Mittel, die stark gegen Husten sind. Fragen Sie in Ihrer Apotheke nach Bisolvon. Bisolvon. Stark gegen Husten. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. Gut in Form. Praktisch. Unverzichtbar. Warum leisten Sie sich nicht auch eine starke Haushaltshilfe? Zum Frischhalten, Einfrieren, Vorrat halten und Zubereiten. Emser Superline, Genuss in aller Frische. Bringen Sie Ihre Küche auf Vordermann. Ja, ich bin 69 Jahre, aber ich habe die Kraft der zwei Herzen. Doppelherz, die Kraft der zwei Herzen. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. Morgen, Küsschen. Jeden Morgen ist es da. Dieses pilzige, abgestandene Gefühl im Mund. Dagegen hilft Udo im Mundwasser. Es macht aus Muffelatem frische Atem. Denn Udo im Mundwasser wirkt bis tief in den Rachen und gibt Morgenfrische für den Tag. Odol Mundwasser. Sympathische Frische, soweit der Atem reicht. Odol Mundwasser. Auch als Mundspray. Wo kann man heutzutage im Fernsehen noch etwas lernen? Zum Beispiel über die Aufklärung von Kapitalverbrechen. Das ist schon mal passiert. Wir haben es mit einem Serienbadenden zu tun. Einem was? Picket Fences. Tatort Gartenzaun. Serienstart am Donnerstag um 21.15 Uhr in Sat.1. Und dann immer montags. Ein Café au lait, ein Croissant und 100 Mark für die Anfahrt. Auch wenn ich den Auftrag ablehne. Er liebt sein Handwerk, seinen Porsche und die Frau. Er ist Privatdetektiv in Berlin. Unkonventionell. Abenteuerlustig, ein Typ mit Gefühl. Und Härte. Klaus Behrendt ist Ass. Am Dienstag und dann immer sonntags 20.15 Uhr in Sat.1. Was sagst du jetzt? Ruth setzt die Glasmenagerie, das Porzellan und den Schmuck, alles im Werte, Gesamtwert von 6.000 Mark. Wir sagen jetzt schon mal toi, toi, toi. Ihnen danke, dass Sie so toll mitgespielt haben. Ich bitte Sie, sich in aller Ruhe auf die Treppe zu setzen, auf uns zu warten. Tod, Ihnen alles Glück der Erde, alles Glück unserer Tore. Tor 1 oder Tor 2 oder Tor 3? Tor 2. Tor 2. Dann machen wir Tor 2 bitte auf. Ruth, das ist das Überraschungstor. Alles, was ich Ihnen dazu sagen kann, ist, es ist nicht das Superdeal-Auto darin und es ist nicht der Zonk darin. Es kann was Kleines sein, was Mittleres, was Größeres, was Witziges. Obliegt Ihnen abzuschätzen, was es sein könnte. Und entweder Sie sagen jetzt, ich bescheide mich und habe auf jeden Fall was, nehme Tor 2 oder ich gehe nochmal das volle Risiko ein und spiele um Tor 1 oder Tor 3. Nein, ich bleibe bei Tor 2. Wir bleiben bei Tor 2. Dann machen wir Tor 3 bitte auf, dass sie nicht hat. Da war der Zonk. Im Tor 1 ist der Superdeal. Bitte auf. Das wäre erstmal die Chance auf die 5.999 Mark gewesen, die Sie dann hätten haben können. Oder nochmal setzen im Superdeal. Tor 1 bitte nochmal auf. Ruth, dieses Auto wäre gerne mit Ihnen durch dick und dünn gegangen, der Suzuki Vitara Deluxe. Das geländegängige Cabrio ist der ideale Wegbegleiter für Leute, die Individualität einer puren Massenbewegung vorziehen. Denn offen oder geschlossen ist Fahrspaß einfach an der Tagesordnung. Mit einem starken 1,6 Liter Motor, elektrischen Fensterhebern, Servolenkung, Zentralverriegelung und elektrisch verstellbaren Außenspiegeln lässt die Ausstattung kaum einen Wunsch offen. Und wo es anderen an dem richtigen Durchsetzungsvermögen mangelt, macht der Vitara mit seinem zuschaltbaren Allradgetriebe seinen Weg. Leider ging ihnen zu früh die Luft aus und sie verpassen einen Wert von 32.650 D-Mark. Gut, leider nein. Und das ganz Schlimme jetzt, ich darf Ihnen meinen Arm reichen, gut. Das ganz Schlimme ist, Bescheidenheit wird leider nicht immer königlich belohnt. Das macht nichts. Aber was ganz Kleines, was ganz Feines, das haben wir noch für Sie. Tor 2 bitte auf. Für die Trut. Gut, das ist eine schöne kleine Belohnung. Jetzt können Sie sich den Wind um die Nase wehen lassen in einem Mini British Open.
Das kleine Cabriolet sieht wahrhaft glänzend aus. Mit traditionellen Kurbstoßstangen, Tür- und Kofferraumgriffen und einem verkrummten Kühlergrill. Der farblich geschmackvoll abgestimmte Innenraum wirkt besonders einladend. Und wer den 53 PS starken 1,3 Liter Motor in Fahrt bringt, wird der British Open Faszination restlos erliegen. Sie erwartet ein wahrhaft schmuckes Frischlufterlebnis im Wert von 17.850 D-Mark. Entschuldigung. Gut. Es ist ein echtes, ein richtiges Auto für 17.000 Mark. Und ich wünsche Ihnen gute und sichere Fahrt mit dem neuen Auto. Ja, Guido, bleiben Sie ruhig bei uns stehen. Wir sagen Ihnen Dankeschön, einen schönen Abend noch. Denken Sie daran, jetzt kommen gleich die Nachrichten. Und nicht vergessen, wir sehen uns wieder. Tschüss. Magazin, jetzt in Sat 1. Und jetzt Milky Milky Way! Das Beste der Milch in einer geheimnisvoll zarten Milchcreme-Füllung. Umhüllt von leckerer Milchschokolade. Milky Way Schokos. Viel Geschmack in einer Tüte. Der Schokospaß, der alle packt. Milky Way Schokos. Das Geheimnis liegt in der Milch. Jetzt gibt es eine neue Sicherheit beim Videokassettenkauf. Die Scotch Marathon Garantie. Garantiert brillanten Videogenuss. Aufnahme für Aufnahme für Aufnahme. 2000 Überspielungen ohne Qualitätsverlust. Neu. Die Scotch Marathon Garantie. Meine Tinker ist so süß. Deshalb spiele ich immer mit ihr Fotograf und Model. Sie ist viel zu schnell. Mami sagt, weil doch so viele Vitamine und Mineralstoffe in KitKat sind. Und dann habe ich mir den KitKat-Fototrick ausgedacht. Super, nicht? Ist die Katze gesund? Freut sich der Mensch. KitKat. Im Bosch Kundencenter weiß man, um stark verschmutztes Geschirr schonend zu reinigen, braucht man erstens einen Bosch-Spüler mit Wärmetauscher. Der schützt die Glasur. Zweitens, das neue Feri Ultra Plus. Ja, Feri gibt pure Reinheit. Ohne dass das Dekor verblasst. Feri Ultra Plus und Bosch. Pure Reinheit, wahre Schonung. Knackfrisch? Das muss ein Leibniz sein. Leibniz Butterkeks. Knackfrisch. Nur echt mit 52 Zähnen. Wir sind zu dieser Fußball-Weltmeisterschaft 1954 als krasse Außenseiter gefahren. Selbst die Zöllner in Basel haben gesagt, was wollt ihr dann eigentlich hier? Ihr könnt doch gleich wieder nach Hause fahren. Da habe ich nur gesagt, Männer, denkt daran, die putzen wir weg. Viele standen an den Radio- und Fernsehgeschäften. In jedem Dorf ein Fernseher, schwarz-weiß. Die Leute haben sich die Nase platt gedrückt. Dann kam die 84. Minute. Deutschland war zum ersten Mal Fußballweltmeister. Telekommunikation hat die Welt immer wieder bewegt und wird auch unsere Zukunft entscheidend bestimmen. Seit 1. Januar haben wir dazu die besten Voraussetzungen. Telekom ist Weltkonzern. Deutsche Telekom. Unsere Verbindungen bewegen die Welt. Übrigens, Bosch empfiehlt auch den Glanzklarspüler von Feri. Den einzigen mit Maschinenpflege. Feri Ultra Plus und Bosch Geschirrspüler. Pure Reinheit, wahre Schonung. Wie soll man Harry denn die Nacht überstehen bei der Erkältung? Na und ich erst. Eine Medizin gegen den Schnupfen. Und gegen Husten. Und gegen Kopfgliederschmerzen. Wie? Nur eine Medizin? Vic was? Vic Medi-Night. Die Husten, Schnupfen, Kopf, Hals und Gliederschmerzen Medizin. Aha, für erholsamen Schlaf. Das ist es doch, Harry. Vic Medi-Night lindert die schlimmsten Erkältungsbeschwerden. Gute Nacht. Und Ihr Körper erholt sich im Schlaf. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. Die Menschen hinter den Schlagzeilen, das sind Sieger und Verlierer, Pechvögel und Glückskinder, Helden und Feiglinge. Ihre Geschichten sind immer ganz aktuell und schon deshalb spannend. Die Menschen hinter den Schlagzeilen, einfühlsam, neugierig und ganz persönlich.
die Menschen hinter den Schlagzeilen an jedem Dienstagabend. Wenn ich nicht verdrängt hätte, ich weiß nicht, wie ich hätte weiterleben können. Machtmenschen. Erich Böhme trifft Ignaz Bubis zu einem Interview-Special. Oh, Sie verkörpern die ganze zerrissene FDP in sich. Der Porträt-Talk Machtmenschen. Heute, 22.15 Uhr in Sat.1. Newsmagazin. Am 2. Januar, der Tag. Chaoswetter, Rettungskreuze in Seenot, Unfallserien auf den Straßen. Kriegsinferno, Hunderte fallen in der Schlacht um Grozny. Kampfansage, Metallarbeitgeber wollen Zuschläge für Überstunden streichen. Guten Abend. Eis und Schnee, Chaos auf den Straßen. Die Folgen: kilometerlange Staus, hunderte Unfälle und mindestens 4 Tote. Besonders betroffen der Berufsverkehr in den Ballungszentren, aber auch die Autobahnen. Marius Neuhaus. Gleich am ersten Arbeitstag des Jahres kamen heute Tausende von Berufstätigen zu spät. So wie hier auf der Autobahn bei Dortmund sah es am Morgen fast im ganzen Bundesgebiet aus. Frischer Schnee, überfrierende Nässe, eine reine Rutschpartie. In kurzer Zeit krachte es mehrere hundert Mal. Die Autos rutschten steuerlos in Straßengräben oder gegen Leitplanken. Zum Glück gingen die meisten Unfälle glimpflich ab, mit Blechschäden und leichten Verletzungen. Viele Autofahrer gaben auf und ließen ihre Autos einfach stehen. Aber auch die öffentlichen Verkehrsmittel hatten ihre Schwierigkeiten, wie dieser Bus in Bochum. Laut Wetteramt Essen friert es weiter, die Schneedecke hält also noch in den nächsten Tagen. Drama vor der Insel Borkum. Eine Riesenwelle reißt zwei Männer ins Meer, Besatzungsmitglieder vom Seenotrettungskreuzer Alfred Krupp. Sie kamen von einem Einsatz. Christoph Berg berichtet. Wassertemperatur 6 Grad, Sturmböen bis Windstärke 11. Trotzdem wurde die Suche heute ohne Pause fortgesetzt. Die Alfred Krupp, hier ein Schwesterschiff, wurde gestern Abend auf dem Rückweg nach Borkum von der 10-Meter-Welle umgerissen. Zwei der 4 Mann Besatzung konnten sich nicht halten. Die ganze Suche, das ganze Handeln wird getragen vom Prinzip Hoffnung. Und wir hoffen auch, dass wir noch ein bisschen Glück haben. Aber alle äußeren Umstände sprechen dagegen. Das Schiff wurde so schwer beschädigt, dass es von einem zweiten Rettungskreuzer ins niederländische Eemshaven geschleppt werden musste. Die beiden geretteten Besatzungsmitglieder liegen mit Unterkühlung und Knochenbrüchen im Krankenhaus. Die Schadenshöhe ist noch nicht bekannt. Fachleute der Bremer Zentrale der Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger haben die Ermittlungen aufgenommen. Die Suche nach den 48 und 52 Jahre alten Vermissten wurde bei Einbruch der Dunkelheit eingestellt. Morgen früh werden die Rettungskreuzer wieder auslaufen. Zur Lage in Tschetschenien. Dritter Tag der russischen Großoffensive und noch immer haben Moskaus Soldaten die Hauptstadt Grozny nicht unter Kontrolle. Peter Schreiber. Tschetschenische Panzer vor dem Präsidentenpalast in Grozny. Gestern noch hat der russische Verteidigungsminister behauptet, der Palast sei umstellt. Tatsächlich patrouillieren davor heute Morgen Hunderte von Tschetschenen. Mit Artillerie beschießen russische Truppen weiterhin Gebäude in der Innenstadt. An über 50 Stellen Groznys leisten die Tschetschenen erbitterten Widerstand. Auf den Straßen liegen Tote, Trümmer, mindestens ein Dutzend ausgebrannter russischer Panzer. Beim Vorstoß aufs Zentrum wurden sie von der Haupttruppe abgeschnitten. Der vor 2 Jahren von Jelzin zum Menschenrechtsbeauftragten ernannte Sergei Kowaljow spricht von einem Verbrechen der russischen Generalität. Tatsächlich sind seit Samstag Hunderte von Menschen getötet worden. Die Zahl der Opfer könnte sogar in die Tausende gehen. Die Russen behaupten, wir haben Grozny im Griff. Die Tschetschenen sagen, wir haben die Russen aus der Stadt gejagt. Peter Schreiber in Moskau, wo liegt denn die Wahrheit?
In Grozny wird heute Abend immer noch gekämpft. Der russische Panzervorstoß allerdings ist erstmal gestoppt. Soweit sind sich beide Seiten einig. Nun muss man allerdings wissen, die russischen Angaben sind schon seit Tagen wenig glaubhaft. Vor einer Woche hat Jelzin gesagt, Grozny sei praktisch unter russischer Kontrolle. Das hat seiner Glaubwürdigkeit geschadet, das hat der Militärs geschadet. Und viele Russen sagen, wir glauben ihnen überhaupt nicht mehr. Auch die tschetschenischen Meldungen sind oft weit von der Wahrheit entfernt. Also neben den Straßenkämpfen gibt es da einen Propagandakrieg. Und der wird mit allen Mitteln geführt, mit vielen Lügen und vielen Halbwahrheiten. Hier in Deutschland rüstet man sich schon für die große Hilfe. Ob DRK oder Kapanamur, alle wollen etwas tun. Wie stehen dafür die Chancen? Die Lage ist sehr unübersichtlich und sie ist gefährlich für Helfer und für Journalisten. Erst heute wurde ein zweiter Journalist getötet durch einen Kopfschuss. Der Flughafen von Grozny ist seit Tagen zerstört. Der nächste Flughafen ist 120 Kilometer entfernt. Da wird mal geflogen, mal ist er gesperrt. Die Straßen dorthin werden von den russischen Militärs kontrolliert. Das heißt, ohne Zustimmung Moskau wird es bei den Hilfslieferungen sehr, sehr schwer werden. Vielen Dank, Peter Schreiber.